Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial von mir. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr einen QR-Code erstellt und diesen dann ganz einfach personalisieren könnt, sei es in der Farbe oder sei es indem ihr euer Logo einfügt. Ja, wie ihr seht, habe ich heute schon mal GIMP geöffnet. Das brauchen wir aber erst später, denn wir müssen nämlich erstmal unseren QR-Code erstellen. Das machen wir auf folgender Internetseite, die ich euch in die Beschreibung gepackt habe. Hier ist er. QR-Code-Generator nennt sich das Ganze. Ich habe das über Google gefunden. Ihr könnt aber auch einfach über eine andere Suchmaschine gehen und dort einfach QR-Code generieren eingeben. Ja, hier habt ihr 9 Auswahlmöglichkeiten. Einmal die URL, das ist das hier oben. Den ganz normalen Text, da könnt ihr reinschreiben, was ihr wollt. Die Visitenkarte und dann noch diverse andere wie Telefon, SMS, Geodaten, Wireless-Daten, E-Mail und Events, also Veranstaltungen. Ich gehe jetzt aber nur auf den Text ein, da das alles relativ idiotensicher ist. Hier steht dann immer drüber, was ihr da eingeben sollt oder was ihr da eingeben könnt. Und dann läuft der Hase. Jo, ich mache das mit dem Text, gebe hier einfach mal ein Beispiel für einen QR-Coach. Okay, wenn ihr das dann eingegeben habt, seht ihr rechts immer die Vorschau, wie das Ganze dann aussehen würde. Wenn ihr fertig seid, gebt ihr einfach auf Herunterladen und wählt dann eure Größe. Ich mache das meistens mit 1000 Pixeln, da man es dann im Nachhinein immer noch verkleinern kann und ich ja so die Möglichkeit habe, das schöner zu bearbeiten. Ist meine Meinung. Ja, Vordergrundfarbe könnt ihr ja auch schon ändern und Hintergrundfarbe auch. Das ist natürlich wesentlich einfacher als in GIMP, aber wir sind ja die GIMP-Freaks und wir machen das Ganze mit Hilfe des Programms und nicht hier so lame über so eine Internetseite. Herunterladen würde ich das Ganze in einem JPEG-Format, denn in einem PNG-Format konnte ich das Ganze nicht richtig bearbeiten. Deswegen nehmen wir das JPEG-Format. Gehen wir dann einfach in unseren Download-Ordner, da befindet sich hier, und dann ziehen wir das Ganze in unser GIMP. Perfekt, da ist es. Jetzt haben wir hier unseren QR-Code, dahinter steckt dann die Bildinformation, was wir gerade eingegeben haben. Also wäre das dann dieser Text. Beispiel für einen QR-Code. Wenn ihr das dann scannt, dürfte das in eurem Display stehen. Jo, dann duplizieren wir erstmal unsere Ebene, wie ich es jedes Mal sage, also fast jedes Mal sage, weil es einfach angenehmer ist zum Arbeiten. Wenn ihr einen Fehler macht, dann könnt ihr einfach diese Ebene wieder einblenden. Erstellen eine neue Ebene, drücken OK. So, dann ziehen wir das hier da hoch. Perfekt. Jetzt gehen wir auf Farben. Farben zu Transparenz und nehmen folgende Farbe zu Transparenz, nämlich Weiß. Dann haben wir nur noch das Schwarze hier, also die eigentliche QR-Code, sage ich mal. Gehen wir auf OK und dann haben wir jetzt hier nur noch die schwarze Farbe. Jetzt können wir die Hintergrundfarbe beliebig ändern. Ich lasse wirklich meistens in so einem Weiß. Ihr könnt natürlich auch einen Farbverlauf reinziehen. Wichtig ist bloß, dass der Kontrast gegeben ist, also dass es deutlich erkennbar ist, was jetzt eigentlich wo jetzt die Kästchen sind praktisch und was der Hintergrund ist. Wenn das nicht eindeutig erkennbar ist, dann müsst ihr die Farben nochmal überarbeiten. Jo, dann gehen wir einfach auf Farbverläufe, zum Beispiel hier, machen Vordergrund nach Hintergrund, das passt. Gehen auf kreisförmig. Jetzt nehmen wir hier einfach mal ein Weiß, das Weiß und dann ein Grau. Und jetzt gehen wir hier in die Mitte, mal circa die Mitte. So, und ziehen unseren Farbverlauf. Ich muss bloß schauen, dass ich auf der richtigen Ebene bin. Ja, bin ich. Perfekt. Und jetzt hat es hier unseren Farbverlauf gezeichnet. Das nicht. So. Dann ziehen wir uns einfach die Hilfslinien weg. Perfekt. Jetzt haben wir so einen kleinen, als wenn eine Lampe hier in die Mitte strahlt und nach außen etwas dunkler wird. Dann gehen wir wieder auf unseren QR-Code und jetzt können wir diesen auch noch einfärben. Wir haben mehrere Möglichkeiten. Wir können zum einen Auswahl aus Alpha-Kanal machen und können dann den kompletten QR-Code zum Beispiel in einem Rot machen. Das tue ich jetzt aber nicht, da das nicht gerade angenehm für die Augen ist. So, nehmen wir das ein schönes Blau.
So, dann haben wir das Ganze in einem Blau. Oder was wir auch noch machen könnten, wäre Auswahl aus Alpha-Kanal. Dann können wir uns einfach ein gewisses Gebiet selektieren, sage ich mal, indem wir hier auf das quadratische, rechteckige Auswahlwerkzeug gehen und dann gehen wir auf Auswahl Schnittmenge bilden. So, dann nehmen wir nämlich das hier und dann haben wir nur noch diesen Punkt, sage ich mal, ausgewählt. Und dann können wir genau diesen Punkt bearbeiten. Dann nehmen wir jetzt einfach mal ein relativ dunkles Blau und füllen das Ganze damit. Jetzt haben wir nämlich diesen Punkt in ein dunkles Blau verwandelt. Und wenn wir das Ganze jetzt mit den anderen noch machen, indem wir dann das noch auswählen, bearbeiten mit Vordergrundfarbe und dann wieder auf Auswahl aus Alpha-Kanal und wieder das auswählen und bearbeiten mit Vordergrundfarbe machen, dann können wir so Schritt für Schritt praktisch unseren QR-Code personalisieren in der Farbe. Jetzt zeige ich euch noch, wie ihr ganz einfach euer Logo einfügen könnt. Da müsst ihr nur noch ein was beachten. Ich würde neben euch, also ja, neben euch müsste ein Smartphone liegen mit einem QR-Code-Leseprogramm drauf, einer Lese-App, sage ich mal, dass ihr dann testen könnt, ob der QR-Code erkannt wird. Denn ich habe mich ein bisschen belesen und es dürfen maximal 30% des QR-Codes verdeckt sein. Das berechnet dann der Computer von sich. Wenn es mehr ist, ist der QR-Code nicht mehr lesbar. Jo, dann habt ihr einfach euer Logo hier, zieht das hier rein, zentriert das Ganze, wenn ihr das wollt, könnt das natürlich auch in eine Ecke schieben oder was anderes damit machen. Ja, das kann ich natürlich jetzt auch farblich noch anpassen, dass das Ganze sich ein bisschen abhebt. So, jetzt haben wir das auch in einem dunklen Blau. Was ich natürlich noch tun könnte, wäre hier die Auswahl aus dem Alpha-Kanal zu machen und dann einfach auf Auswahl gehen, vergrößern und sage, ich möchte das um 5 Pixel vergrößern. Das ist mir aber noch zu wenig. Da mache ich einfach nochmal Auswahl, vergrößern und nochmal 5 Pixel. Also um 10 Pixel praktisch. Gehe dann hier auf diese Ebene, füge hier aber erstmal eine Ebenenmaske hinzu, weiß volle Deckkraft und nehme dann hier schwarz, okay, und fülle dann diese Auswahl, die ich hier getroffen habe, mit Schwarz. Und schon haben wir hier einen grauen Rand, also einen weißen Rand, was dann hier praktisch durchguckt von dem Hintergrund. Ja, das war eigentlich schon im Großen und Ganzen das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen hoch. Wenn nicht, dann lasst bleiben. Ciao, bis zum nächsten Mal.